Hallo, lieber Krebs. Zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen großen Vollmond in Fische. Eine kleine Reise oder Umsiedlung ist am Monatsanfang bei vielen Krebsen möglich. Im Bereich der Beziehung ist mehr Ehrlichkeit, Offenheit notwendig. Zwischen 2. und 4. des Monats hast du eine Opposition zwischen Venus und Saturn. Du könntest leidenschaftliche Momente mit einem geliebten Menschen erleben. Es kann aber auch sein, dass du kritisch gegenüber jemandem bist oder vielleicht solltest du kritisch gegenüber einem Menschen sein. Falls zutreffend, wirst du mit deinem Liebespartner oder mit einem Familienangehörigen wichtige Schritte einleiten. Am 5. hast du Merkur in Waage eingetreten. Bis zum 26. Monatstag dürften sich die Beziehungen zu jemandem deutlich verbessern oder verschlechtern, je nach Geburtshoroskop natürlich. Du wirst in kürzester Zeit viel Abwechslung erleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen neuen Kurs oder Workshop besuchst, ist sehr hoch. Es kann aber auch eine andere Lernveranstaltung sein, die du besuchst. Zwischen 5. und 9. des Monats hast du Sonne, Trigon Jupiter. Du wirst mit einem Menschen vieles unternehmen wollen oder dich für ihn einsetzen. Wenn es ein Problem mit deinem Vorgesetzten gibt, dann wird dieses bald gelöst werden, indem man wichtige Schritte durchgeht. Am 10. läuft Mars rückläufig in Widder. Zum Jahresende bist du bereit, für dem zu kämpfen, was dir zusteht. Du wirst oder du solltest dich ein neues Ziel setzen. Diese Aussage gilt besonders im Bereich des Berufes. Zwischen 11. und 12. des Monats hast du Sonne, Opposition, Neptun. Man sollte seine Geldausgaben unbedingt einschränken, auch wenn man es vorhat, andere Menschen finanziell zu unterstützen. An diesen Tagen sollte man sich alle wichtigen Entscheidungen gut überlegen. Am 13. läuft ein Planet wieder direkt in Steinbock, welcher seit Mai rückläufig war. Es handelt sich hier um Jupiter. Falls zutreffend, wird sich eine Situation bei einem anderen Menschen deutlich verbessern oder klären lassen. Rechtsangelegenheiten werden sich langsam zum Positiven entwickeln. Zwischen 12. und 15. des Monats haben wir Venus Quadrat Uranus. Meinungsunterschiede mit anderen Menschen können entstehen. Zwischen 6. und 17. hast du einen Neumond in Jungfrau. Neue Entwicklungen im Bereich des Lernens und der Reisen sind möglich. Wahrscheinlich wirst du eine Nachricht oder Brief bekommen, was dir nicht gefallen wird. Zwischen 18. und 23. hast du Merkur Quadrat Pluto. Du oder eine andere Person kann ein großes Geheimnis haben. Es kann auch sein, dass man vorsichtig beim Thema Liebe sein soll. Zwischen 24. und 26. des Monats hast du Merkur Opposition Mars. Es ist manchmal besser, mein lieber Krebs, wenn man sich zurückzieht, anstatt ein Problem auszudiskutieren oder negativen Gefühlen anzusprechen. Zwischen 27. und 29. haben wir Venus Trigon mit Mars. Gemeinsam mit einem anderen Menschen wirst du bei einer stressigen Situation gut vorankommen. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. September, haben wir Mars Quadrat Saturn. Am Monatsende wird man eine Sache durchziehen und zu Ende bringen müssen. Es ist auch möglich, dass man einen Fehlstart korrigiert und sich bei einer Situation klar durchsetzt. Mein lieber Krebs, wenn du anstatt eine allgemeine Vorausschau brauchst und eine individuelle Prognose benötigst, wenn du wissen möchtest, wie
sich die zukünftigen Tendenzen sich in deinem Leben auswirken, dann kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg, Liebe und Gesundheit im September 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.